Frauen die Präsenz. Trio. Ja, war das jetzt spontan oder war das vorbereitet? Preisfrage, ja. Wir sind im Fernsehen heute, ja. Haben allerhand aufgebaut hier, die Jungs, so mit Licht und Sound und so. Am besten wir tun so, als wäre das gar nicht da. Als wäre das alles ganz klein hier und dann machen wir es gemütlich. Ne? Von wegen lockerer Unterhaltung. Wir waren vor 6 Wochen schon mal hier und wir dachten, dann hätten uns alle gesehen. Und heute ist wieder so voll. Das freut uns sehr. Schönen Dank. Das ist klasse. Man hat mir ein paar Karten hier zugesteckt, wo Leute was uns fragen oder was sagen zu uns. Schreibt, ihr hättet echt mit eurem Konzert früher anfangen können, sagt Reni. Ja. Lieber Stefan, wo steht der Kölner Dom? Lieber Stefan, Peter behauptet, dass er der Erfinder des Matschbrötchens sei. Stimmt das? Weiß ich nicht. Meine Musiklehrerin hat mich so lange mit Trio vollgepumpt, bis ich euch gut fand. Hallo ihr, ich finde es echt nicht gut, dass eine Karte für euer Konzert 9 Mark kostet, aber ich bleibe ein Fan von euch. Schönen Dank, Michael. Ja, mit den 9 Mark, ich weiß auch nicht, ich meine, wir haben da an sich gar nichts zu gesagt, wir hatten da keinen Einfluss drauf. Aber ich glaube, wir sind doch von allen Konzerten das Billigste noch hier, stimmt das, ne? Ne? Insofern... Ihr seid echt spitzenmäßig. Bloß, dass der Eintritt 9 Mark kostet, eine Schweinerei. 9 Mark, Wahnsinn. Ihr seid alle scheiße. Ku Klux Klan, aber auf dem Messer. Hättet ihr nicht vorher jemand durchgucken können, bevor man mir die gibt hier? Das ist ja Fuck Off Trio. Extra weit gut, ideal, sehr gut, Trio Spitzenklasse. Ne? Das ist doch mal was anderes. Steht hier. Lieber Stefan, Marianne. Lieber Stefan, ist es wahr, dass ihr eine neue Single rausgebracht habt, die da heißt Da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Liebe Marianne, da kann ich doch hier jetzt nichts zu sagen, das sieht ja aus wie Werbung, ne? Das geht nicht. So, apropos Werbung, wir hatten da einen ganz heißen Artikel. Szene Hamburg, der sieht uns nicht so sehr als Musiker, sondern als Werbefachleute. Das Trio vom Trio nutzt nach Leibeskräften die Erkenntnisse der modernen Marketingforschung, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu lenken. Respekt. Wusste ich gar nicht. Na, ich kenne den Artikel, das geht so weiter. Der Schluss ist sehr schön. Da nimmt er eine Zeile aus unserem Lied Ja, Ja, Ja. Da heißt es, wenn du denkst, dass ich Angst habe, leck mich erstmal am Arsch. Und da sagt er dann, da kann nur geantwortet werden, ein kleiner Arsch ist schnell geleckt. Das kann nicht, ne? Ja. Nun frage ich euch, ist das ein kleiner Arsch? Naja. Das war ein kleines Beispiel für die neue deutsche Fröhlichkeit, wo man nicht weiß, ob er der Komiker ist oder wir. Naja, wie dem auch sei. Lange genug geredet, lass mal Musik machen. Kralle ist schon da. Yeah.
Shampoo. Ich saß am Steuer, die Hand an der Knüppelschaltung. Du neben mir, die Hand auf meinem Knie. Wir waren so glücklich. Liebe Freunde, diese Geschichte hat einen entscheidenden Fehler. Etwas Entscheidendes fehlt, nämlich sie saß nicht neben mir. Um die Wahrheit zu sagen, hat sie nie neben mir gesessen. Was bleibt, ist die Autobahn. Der alte VW. Und ich allein, die Hand an der Knüppelschaltung. Dankeschön. Das nächste Lied ist von der Gewalt im Fernsehen, die wir, wenn wir ehrlich sind, doch alle gern sehen. Nicht wahr? Sei es beim Fußball mit langen Fleischwunden, Attentat, Wiederholung, Zeitlupe, Vergrößerung, nochmal und so, Action. Yes, so heißt das Lied. Los, Paul! Schnell gesehen, schnell geschossen, gute Aktion. Zwei Mann gleich bei ihm, schade. Was gibt es noch zu tun? Action, du hast Macht über mich. Trotzdem brauche ich dich nicht. Und ich will ihn nicht mehr. Ich werde dich jetzt verlassen und dann kannst du mich von hinten sehen. Leider ist Kohle, damit es uns besser geht. Da heißt es Flagge zeigen. Was sagt liebe hübsche bunte Flipper an der Uniform? Dankeschön! Patsch! So die Pänze hat mich etwas abgelenkt. Bei so einem ernsten Thema Schwanzfarbe. Da haben wir keine Fotografen hier. Du hast Macht über mich. Trotzdem brauche ich dich nicht. Und ich will ihn nicht mehr. Ich werde dich jetzt verlassen und dann kannst du mich von hinten sehen. Bevor er abziehen wollte. Um vielleicht ein weiteres Tor zu schließen. Ein Meter etwa im Strafraum. Der zweite Elfmeter, allerdings der erste faule Elfmeter in dieser Begegnung. Jede Wiederholung. Diese Szene noch einmal im Zentrum. Vier Tore von Kaliber. Unschaffbare Minute geschossen. Jede Wiederholung. Du hast Macht über mich. Trotzdem brauche ich dich nicht. Und ich will dich nicht mehr. Ich werde dich jetzt verlassen. Dann ist Schluss.
und sehen, wie die Sterne heute stehen. Sie können einander näher kommen, es entwickelt sich was. Ist das gefährlich? Zu viel Gefühl? Wo bleibt denn zum Beispiel die Leidenschaft, falls man sie will? Ein letzter Kuss, dann ist Schluss. Ein letzter Kuss, dann ist Schluss. Und sie weiß es genau, das sind Spitzenkandidaten, die haben sich Gedanken gemacht. Eins, zwei, drei, es ist vorbei. Da. Das war ein zartes Gelingen, lippenmäßig gesehen. Bist du romantisch? Bin ich melancholisch? Ist alles ganz einfach und oder symbolisch? Ein letzter Kuss, dann ist Schluss. Letzter Kuss, dann ist Schluss. Noch ein, letzter Kuss. Dankeschön. Das Lied hieß Affäre. Und wenn das vielleicht nur die beiden anging, die damit zu tun haben, dann geht das nächste Lied uns alle an. Yes. Das brennt uns auf den Nägeln, ein heißes Thema. Energie, heißt das? Energie? Besonderes Augenmerk werde ich zurichten hier auf Karl Knapp. Den Erfinder des Sternschlagzeugs. Er ist nicht der Erfinder des Matschbrötchens, das stimmt nicht. Ich habe ihn jetzt gefragt, in der Tat. Vor kurzem noch bei uns in großen Kneten am Grünkohlpflücken, jetzt bei uns im Trio am Sternschlagzeug, respektive am Dosenbier. Yes. Obwohl er einer der besten weißen Reggae-Schlagzeuger überhaupt ist, wie seine Freundinnen sagen, verzichtet er bei uns im Trio darauf, Virtuosität zu demonstrieren. Dynamische Inkompetenz ist angesagt. Braune Burschen spülen am Strand auf selbstgemachten folkloristischen Instrumenten. Geschmeidige Körper wiegen sich im Mondlicht. Vom Grand Hotel weht der Nachtwind hin und wieder einige Takte Tanzmusik herüber. Gläser klingen, lachen, weiße Jacketts und schöne Frauen. Heino de Witt oder was? Sitzt in der Bar, die Pfeife in der Hand, schaut er dem Trio de Janeiro zu, wohlwollend. Thank you.
need your love right now. Be it you or any other, build me up somehow. Fill me up with all your loving, give it all to me. I don't care how you do it, but give me your energy. Whoa, woman, rescue me. Feel like I can't go on. Whoa, woman, rescue me. Feel like I can't be strong. Whoa, woman, rescue me. Feel like I can't go on. Whoa, woman, rescue me. Feel like I can't be strong. May you be a child of my dog. Woman, 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 make me hot. Fill me up, fill me up, fill me up with all your loving. Give it all to me. I don't care how you do it, but fill up my battery. Woman, rescue me. Feel like I can't go on. Woman. Ja, wir haben auch diese Schallplatte. Wir haben diese Schallplatte mit der Telefonnummer drauf. Und es muss jeden dritten Tag drei Leute geben, die drei Platten kaufen. Sonst würden nicht bei uns zu Hause so viel die Telefone klingeln. Es geht reichlich. Das ist auch ganz schön, keine Langeweile. Die Welt kommt ins Haus und Fernsehen abends ist eh nicht so doll, zwischendurch immer. Ununterbrochen hoch und runter und so. Ja, kommt man nicht auf dumme Gedanken. Ne? Es freut uns, dass man bekannt wird und das ist ja zum Teil auch ein Grund, der dazugehört, wie auch immer. Es freut uns einerseits, wollte ich sagen, andererseits macht es uns etwas nervös und ängstlich, denn nachher werden wir tatsächlich noch berühmt und werden vielleicht erschossen. Ne? Das möchten wir nicht. Weil ich sie nicht wiedersehe.
nicht mehr wiedersehen, habe ich Kummer. Tell me, baby, is it really so hard to understand? Tell me, baby, is this really the end of? Zeigt an, dass etwas Aufregendes passieren wird. Ich werde zu meiner Freundin stoßen. Das ist meine Freundin Luzi. Aufregend ist es vor allem deshalb, weil man nie weiß, ob es klappt. Heute Nachmittag haben wir sie repariert, ein Test. Aha, da geht's schon los. Es geht nicht. Aha. Es geht nicht. Was können wir machen? Ich werde sie eben programmieren, das können wir im Fernsehen später dann rausschneiden. Ne? Sunday, you only love, love, Monday, be alone. Sunday, 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 Sunday
country where you don't pass a border like a lady to catch a knife. Yeah, money be alone. Gonna use our shape before you need. Something you need love, money be alone. You're gonna make promises you never, never keep. Something you need love, money be alone. You're gonna leave her out on her own. Something you need love, money be alone. Cause sometimes you want, sometimes you don't. Something you need love, money be alone. So for Sunday you need love, love, money be alone. Young lady, wonder where you go when you sleep tonight. Hey, you ever loving woman, be where you don't pass the ball and let the lady get the night. Cha cha cha. Cha cha cha. Better find someone else to treat you well. Better find a good man to give you some respect. You're gonna use our shape before you need. Sunday you need love, Monday be alone. You're gonna make promises you never, never keep. Sunday you need love, Monday be alone. You're gonna leave her out on her own. Sunday you need love, Monday be alone. Cause sometimes you want her, sometimes you don't. Sunday you need love. Sometimes you wanna, sometimes you don't. Sunday you need love, Monday be alone. Sometimes you wanna, then again you don't. Sunday you need love, Monday be alone. Sunday you need love and Monday be alone. Sunday you need love, Monday be alone. Sunday you need love, love. We'll be right back.
gewalttätig. Eine Zeitung in Osnabrück hat geschrieben, wir wären eine deutsche Chaotenband mit brutalen und perversen Texten. Das waren eben die Brutalitäten und die Perversitäten kommen später dann nach dem Auftritt. Ja. Jetzt kommt erstmal was Nettes. Ein Liebeslied nach dem Auftritt. Geht nicht, wenn Fernsehen da ist, sollte das machen. Backstage. Ein Liebeslied wollte ich sagen, das vom harten Leben des Musikers handelt. Yes. Packen, fahren, auspacken, spielen, einpacken, fahren, auspacken, Soundcheck, nicht spielen, wieder einpacken, fahren, Drogen nehmen zum Wachbleiben, Drogen nehmen zum Wiedereinschlafen und immer nur Currywurst und Gruppendynamik. Da wundert es nicht, dass man sich danach sehnt, zu Hause bei der Mutter im Bett zu sein, nicht wahr? Und von dieser Sehnsucht handelt das Liebeslied, das fängt Englisch an und geht Deutsch weiter und heißt Du, ich wäre so gern bei dir. Petra. Du, ich wär so gern bei dir. Rosi, Sabine, Tina. Du, ich wär so gern bei dir. Ulrich, Viktor, Werner. XY, Zimmermann. Aha, aha, aha.
ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Loved you though it didn't show. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb dich. Aha. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb dich. Aha. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb dich. Aha. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb dich. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Es ist zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb. Aha. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb. Aha. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich, lieb. Aha. Ich lieb dich, lieb du liebst dich nicht. Aha! Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Schallplattenfirma schreibt in der Reklame der Welthit. Mhm. Ich hoffe, ihr nehmt das ironisch. Es reicht ja, wenn wir das ernst nehmen. Gut, von der Candy Bar will ich euch erzählen, die bei uns an der Hauptstraße ist, in Großen Kneten. Also die Hauptstraße geht an Sage vorbei, rechts ab geht's nach Sage Haas, links nach Großen Kneten. Und an der Ecke ist die Candy Bar und da saßen wir drei auf drei Barhockern vor der Theke, vor uns drei Bier, drei Bommi, jeder. Und hinter der Theke nur eine Frau und das war Conny. Und Conny sagte, eins, zwei, drei, ihr seid das Trio. Ja, 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 sagten wir. Was ich euch immer schon mal fragen wollte, sagte Conny, der Name Trio sagt doch gar nichts aus. Halt, 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 sagten wir, der Name Trio sagt doch aus, dass wir zu dritt sind. Und das fand Conny dann auch. Yes. Wir sind das Trio. Trio wie 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, 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 da, 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 cha, 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 Karin, Kurt und Karl, Erich, Erwin, Eckbert, Tick, Trick und Track, Trio. Trio! Bei uns im Trio am Standschlagzeug, der Erfinder des Standschlagzeugs, Karl Knapp.
Karl guckt sehr traurig. Wir wissen auch wieso. Er hat die ganze Nacht gewichst und es ist nichts gekommen. War das geschmacklos? Ich hoffe doch, weil irgendwas muss ja immer dabei sein, dass es nicht nur nett ist, sondern ein bisschen auch im Hals stecken bleibt. Na? Naja. Er wird das Lächeln wieder lernen, hoffe ich, denn jetzt ist es Zeit für etwas Flottes, Stimmung, gute Laune! Freunde, gebrochene Herzen für jedermann. Folgende Situation, stellt euch bitte vor. Es ist eine pissfeuchte, ungemütliche Novembernacht. Wir sind allein auf der Straße. Hier und da ein erleuchtetes Fenster. Unsere Absicht ist es, in eines dieser Fenster zu schauen. Yes. Wetten das? Es nicht lange dauern wird, bis uns der Blues begegnet. Thank you.
bei uns im Trio der Maskenmann mit der Holzgitarre, direkt vom großen Kneten, Lesemappen Paul. Thank you, Paul, for the Kapuzenblues. Liebe Freunde, once again, you are about to witness eine Spezialität des Trios, der Blick hinter die Kulissen der zwischenmenschlichen Verquetschung. Yes. Wir stehen am bereits erwähnten Fenster. Durch einen Spalt in der Gardine schauen wir hinein. Was sehen wir? Er und sie beim Fernsehen. Zimmermann fesselt sie, er will mit ihr reden, er hat was auf seinem gebrochenen Herzen. Sie lässt ihn nicht zu Wort kommen, redet dagegen an, buttert ihn unter. Nein, sagt er, nein, nicht du sollst reden, das kennen wir schon. Du redest seit Jahren das Gleiche, das bringt uns nicht weiter. Wohin hat es uns gebracht? Hör auf, bitte, bitte. Feuer und Rauch.
Schlimm, es soll ein Schaden nicht sein. Oder doch? Nur mal eben stationieren, ausprobieren, wird so schlimm nicht sein. Untertauchen, Wodka saufen, Blumen kaufen, wird so schlimm nicht sein. Oder doch? Eliminieren, neutralisieren, neutronisieren, ionisieren. Alle mutiert, desorientiert, demotiviert und irritiert. Mann, das war ein Scherz jetzt, ne? Ich war gar nicht richtig tot. Aber ist das denn noch ein Scherz, wenn die einen am Verrecken sind und die anderen sagen, wird so schlimm nicht sein? Ist das die neue deutsche Fröhlichkeit? Man sagt ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Man könnte auch sagen, ganz zuletzt lacht überhaupt keiner mehr. Wie dem auch sei, 1, 2, 3. Mach die Beine breit und lass mich rein, es soll das Schaden nicht sein. Oder doch. Nimm die Nicht im Mund, wir sind nicht schlimm, es soll das Schaden nicht sein. Oder doch. Nur mal eben stationieren, ausprobieren, wird so schlimm nicht sein. Oder doch. Untertauchen, Podcast auf dem Blumen kaufen, wird so schlimm nicht sein. Oder doch. Audio, Video, Kommunikation 0443532390, Telefon. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Guck ins Land, wer der Bank schön da. Ja, ja. Fein Block, kein Bock oder doch. Ja, ja. Liegen bleiben, wenn man sehen, wird schon gehen, wird schon gehen, wird schon gehen.
Jungs lang, Peter Punk. Schönen Dank. Schönen Dank ist das Schlusswort. Das war unser letztes Stück. Schönen Dank. Sowieso, sowieso. Das war unser letztes Stück und jetzt kommt unsere Zugabe. Nach jedem letzten Stück kommt die Zugabe, das ist immer so. Wir hätten jetzt auch abgeben können, wir haben mit der Probe heute. Und dann hättet ihr hoffentlich draußen Zugabe gerufen. Und dann wären wir ganz erfreut und überrascht wieder rausgekommen. Ne? Oder die letzten drei Stücke hätten wir schon so häppchenweise als Zugabe präsentieren können. So einen Stress machen wir nicht. Für euch nicht, für uns nicht. Wir sagen das an. Das war unser letztes Stück und dies ist unsere Zugabe. Unsere Zugabe ist ein Stück, das Harry von der Belle für uns geschrieben hat. Da wir aber nicht aus Jamaika kommen, sondern aus großen Kneten, heißt das Stück Trio Bommerlunde featuring Karl Knapp und Trio Angel. Tallyman, tally me banana. Bommalunda, me wanna go home. Tallyman, tallyman, tally me banana. Bommalunda, me wanna go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot runner. Bommalunda, me wanna go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot runner. Bommalunda, me wanna go home. Wir sitzen im Rasthaus, bestellen uns noch eine Runde. Bommalunda, we wanna go home. Maria kommt und sagt, das war der letzte. Bommalunda, we wanna go home. Bommalunda, we wanna go home. Zugabe. Bommalunda, we wanna go home. Zweite Zugabe. Bommalunda, we wanna go home. Und jetzt machen wir noch einen und dann ist Schluss. Kommt gut nach Hause. Bommalunda, we wanna go home. Dankeschön. Tschüss. Ja, you
wenn wir das eben so gesagt haben, dass wir den Stress nicht machen und so, dann war das kein Spaß. Wir machen das echt nicht. Wir finden das an sich unnötig. Aber diesmal ist es, habt ihr echt gewonnen und vielleicht war es auch etwas kurz. Das warm werden.